Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das, glaube ich, wird bis jetzt die beste Debatte, die wir in dieser Legislaturperiode hier hatten, will ich mal voraussagen können. Es fällt doch ein wenig auf, und da möchte ich was zu sagen. Kollege Frey, ich finde das schon relativ bemerkenswert, das muss ich ja mal sagen, wie Sie und Ihre Fraktion 30 Jahre mit meiner Partei, damals der PDS und dann der Linksfraktion, umgegangen sind und sich jetzt hier hinstellen, weil es jetzt Ihnen einmal hier an den Kragen geht, diese Weinerlichkeit, das ist wirklich sehr traurig. Das muss ich Ihnen alle teil mal sagen. Das ist ein Heulsusentum, besonders gleich. Ich möchte kurz begründen, warum müssen wir uns heute mit dieser zunächst auf den ersten Blick mittelwichtigen Frage überhaupt beschäftigen. Zunächst einmal sagt etwas dieser Antrag aus, dass überhaupt gestellt werden muss über die braune Kaspertruppe dort vorne. Das ist ja das eigentliche Sinn. Das sagt nämlich aus, Sie haben ja plakatiert, Deutschland aber normal, war, glaube ich, Ihr Slogan. Und ich kann hier zumindest mal für die demokratischen Abgeordneten feststellen, jeder normale Abgeordnete möchte nicht neben Ihnen sitzen. Das ist ja erstmal hier die Sachlage, mit der wir es hier zu tun haben. Das gilt für alle anderen Fraktionen. So sieht es hier mal aus. Um das auch mal in aller Klarheit zu sagen. Warum sollte die Union und meine Fraktion Die Linke findet dieses Verfahren vielleicht etwas unglücklich, wie es gewählt wurde, aber wir tragen es inhaltlich mit. Warum? Ich möchte es begründen. Zunächst einmal gibt es das Links-Rechts-Schema seit der großen französischen Revolution. Und deswegen hat das einen bestimmten Grund und ist auch sehr sinnvoll, denn auch wir als Linke halten daran fest, dass wir die Politik einordnen und analysieren müssen anhand des Links-Rechts-Schemas. Dabei bleiben wir, und das hat auch sehr gute Gründe aus historischer Verantwortung. Jetzt will ich aber auch politisch aktuelle Gründe dafür anführen, warum Sie dorthin müssen und Sie dorthin müssen. Das will ich sagen. Gestern bei der Rede Ihres Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus, es hört ja nicht auf bei Ihnen, ja, und da müssen Sie gucken. Herr Kollege Frey, Sie haben eben gesagt, bedenke das Ende. Also das ist erst mal etwas, das haben Sie so, wie Sie mit uns immer umgegangen sind, nicht bedacht. Das sehen Sie dann jetzt heute. Das ist aber eine andere Frage. Ich will aber noch mal was sagen. Ich will das auch tagespolitisch aktuell machen. Ralf Brinkhaus sagte gestern an dieser Stelle, zum wiederholten Male, wie Sie das die ganze Zeit tun, dass Sie weder mit der AfD noch mit der Linken etwas zu tun haben wollen. Also diese Gleichsetzung von links und rechts, das ist eine Tradition von rechtsreaktionärer Geschichtsschreibung, für die insbesondere Ernst Nolte steht. Und wer so rumschmetzt, darf sich nicht wundern, dass er dann weiter nach rechts gesetzt wird. Das ist mal die Sachlage hier. Ja, ich kann nicht stimmen. Ja, Lesen wird unterschätzt. So, dann will ich zum Zweiten noch einen inhaltlichen Grund geben. Sie haben insbesondere in den letzten Jahren die AfD erst stark gemacht, weil Sie die ganze Zeit, insbesondere Kollege Dobrindt, ist ja gerade anwesend, Söder hat das dann bis vor 2 Jahren gemacht, dann hat er was ganz anderes gemacht, haben Sie das Zeug nachgeplappert, insbesondere zum Bereich der Migration, und haben die Truppe erst mit stark gemacht. Auch das ist ein Grund dafür, dass Sie weiter rechts sitzen müssen. Das ist nämlich die richtige Schlussfolgerung. So, und dann will ich Ihnen noch mal sagen, ich habe meinen Wahlkreis in Sachsen-Anhalt. Also ich glaube, Sie haben in Sachsen-Anhalt, Thüringen und überhaupt in den ostdeutschen Landesverbänden der CDU doch mal ein fettes Problem. Denn die Tür zu den Nazis ist bei Ihnen dort nicht zu. Die ist sperrangelweit offen. Das müssen wir erklären. Vielleicht hilft es dann. Das ist mal die Lage, in der wir sind. So, und da Und da Politik natürlich ein politischer Prozess, ich will es schon sagen, also bei der FDP, nach der Gründung der Bundesrepublik wäre das nun wirklich falsch gewesen, wenn Sie dort gesessen hätten. Da gehörten Sie in der Tat an den rechten Rand. Das muss man hier fairnesshalber mal sagen. Also es gab eine Zeit nach der Gründung 1948, da gab es den alliierten Hochkommissar McCloy, der hat mal überlegt, ob er den NRW-Verband der FDP mal verhaftet, weil er das halbe Reichssicherheitshauptamt und so rumhing. In ihrer Zeit, aber ich kann ja feststellen, dass sich da sehr viel geändert hat. Und deswegen finde ich das eine legitime Forderung. Und meine Fraktion wird das heute hier unterstützen. Ich kann abschließend sagen, für uns als Fraktion Die Linke, leider Gottes etwas kleiner geworden, aber ich kann eins feststellen, wir sind stolz und sitzen gerne hier ganz links außen, denn weltweit sitzen dort in den Parlamenten diejenigen Kräfte, die schon immer für eine Idee der Freiheit und Gleichheit am konsequentesten gekämpft haben. Und deswegen sind wir ganz in Ordnung mit der Sitzordnung und unterstützen den Antrag. Vielen Dank.